Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge von Forza Horizon 4. Nach dem Lancia Delta aus den letzten beiden Folgen wird es heute wieder ziemlich modern und auch ziemlich schnell. Heute fahre ich den 2018er McLaren 720S. Ein wirklich brutales Teil. Ist wirklich so. Hat, wie der Name schon sagt, 720 PS aus einem 4 Liter großen V8 B-Turbo Motor. Den er seine auch hat, mit mehr Leistung. Aber 720 PS ist auch ganz in Ordnung. 770 Newtonmeter. Heckantrieb. Ist schon mal ganz in Ordnung. Natürlich 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Standard. In unter 3 Sekunden geht es auf 100. In unter 8 Sekunden auf 200. Und in unter 22 Sekunden auf 300. Ist schon mal eigentlich ganz stabil. Das ist ein Auto, der Super Series, wie es bei McLaren heißt. Bei McLaren gibt es drei Serien, die Sport Series, die Super Series und die Ultimate Series. In der Sport Series ist beispielsweise der McLaren 570S oder der 540S, heißt er glaube ich, oder 540C. Die sind in der Sport Series. Dann eine Klasse darüber angesiedelt ist die Super Series mit dem 720S oder auch der Vorgänger, der McLaren 650S, der 675LT. Die sind hier in der Super Series und die Ultimate Series, halt das krasseste bei McLaren, ist der McLaren P1 und ich glaube auch der McLaren Senna. Die sind in der Ultimate Series, aber ich denke mal Super Series reicht auch. Leistung ist auch genug vorhanden. Ist ein geiles Teil. Ich habe auch nicht erwartet, dass er in Forza kommt, weil soweit ich weiß, gab es den Wagen eine Zeit lang exklusiv in Project Cars. Hat mich für die Leute, die das Spiel gespielt haben, gefreut, aber halt für mich eher so. Der Wagen fand ich geil, aber konnte ich halt nicht haben. Dann gab es den ja in Forza 7 als DLC, ich glaube im Top Gear Car Pack. Und zum Glück kam er auch in Forza Horizon 4 direkt bei Release rein. Fand ich sehr cool. Schön, dass es die Lizenz dafür gab. Wirklich ein geiles Auto, finde ich. Erinnert mich auch so ein bisschen an den. Ich weiß nicht, warum, erinnert mich so ein bisschen an den McLaren F1. Ich weiß nicht warum. Finde aber sehr cool. Auch eine sehr gelungene Weiterentwicklung vom 650S. Ich muss ja sagen, der 650 sah ja schon dem MP4 12C ziemlich ähnlich. Ist ja auch davon der Vorgänger war. Also 27 ist halt nochmal natürlich deutlich mehr Leistung nochmal. Und auch eine deutlich andere Optik. Die ich aber auch sehr gelungen finde, muss ich sagen. Es sieht cool aus. Gut. Kurzes Spoiler hinten, natürlich geht nicht. Und vorne könnte man machen, aber diese Abschlepphaken. Den brauche ich nicht. Also ich hoffe mal, dass ich den nicht brauche. Dann Rennreifen haben wir schon serienmäßig. Okay. So. Rennbremsen gehen auch nicht mehr, aber ein Rennfahrwerk. Weil man sieht hier, wie das der Busmodus aktiv. Auch schon besser. Stabis gehen auch nicht mehr. Ich könnte den Wagen sogar leichter machen. Das halte ich aber nicht für eine gute Idee. Man sieht schon, der Wagen, der ist ziemlich leicht. Ich glaube, Trockengewicht 1283 Kilo. Also, das Ding ist nicht schwer. Definitiv nicht. Könnten sogar, Alter, auf gerundet 1,1 Tonnen gehen. Meine Güte. Aber das, nein. Das fährt sich, glaube ich, nicht mehr ganz gut, wenn der Wagen wirklich so extrem leicht ist. Deswegen werden wir noch ein wenig schwerer werden durch beidere Reifen. Wenn für 720 PS sind 245er vorne, jetzt halt nicht viel, ne? Machen wir mal 285er. Ach komm, scheiß drauf. Und hinten. Das ist. Natürlich, das sind, wenn man die Reifen so sieht, sind 305er fucking breit, aber für ein Auto mit 720 PS rein im Heckantrieb sind 305er Reifen echt nicht so viel. Das klingt schon besser. 345er. Und wir können sogar die Spur verbreitern. Ja. Oh jo, das ist nicht so viel breiter, aber es ist breiter. Und es sieht noch gut aus. Hat es eigentlich immer gepasst. An sich, der Abschluss ist schon gut, aber ich mache es auch gerne so. Felgen müssen definitiv größer. Vielleicht sogar, obwohl, würden 22 zu groß sein, ich weiß nicht. Aber schöne Bremsscheiben. Sind auch nicht gerade klein. Wahrscheinlich vorne so um die 40 cm. Aber hinten ist auch nicht. Alter. Hinten auch eine riesen Bremsscheibe. Meine Güte. Ja, Felgen technisch. Ich finde die Felgen ganz gut, aber ich kann einmal gucken.
Die gefallen mir schon mal wohl. Ich finde Sack irgendwie sexy. Mit diesen Endrogen. Die sollen ziemlich weit oben liegen. Das ist ein General bei McLaren eigentlich so, ne? Also in der Super CUS. Wenn der 650S hatte. In dieser Position liegen die Endrohre. Der 12C. MPP-12C. Der P1. Der F1. Gut, der 75S, da liegen die weiter unten. Aber ist das generell? Kann man das so als vielleicht Markenzeichen bezeichnen? Bei den aktuellen Modellen, dass die Endrohre halt vergleichsweise weit oben liegen. Der beim Senna, die natürlich liegen die auch sehr weit oben. Beim 600 LT liegen die auch sehr weit oben. So ein bisschen Porsche 918 Spider mäßig. Ah, die gefallen mir schon mal ganz gut. Ich würde es sogar als Markenzeichen bezeichnen. Klingt so ein bisschen doppelt gemoppelt. Markenzeichen bezeichnen. Aber die finde ich. Ich weiß nicht. Irgendwie sage ich zu diesen Felgen immer, dass es die Bugatti-Felgen sind. Halt vom. War das vom Veyron Grand Sport Vitesse? Irgendwie haben die was, ne? Aber die haben auch so einiges. Ja, sehen sehr geil aus. Nehmen wir so. Mehr Leistung? Nein. Ich meine, hallo, 720 PS. Top Speed ungefähr 340 Klamotten. Beschleunigung sowieso. Die ist abartig. Zumindest in echt. Ich hoffe, dass sie auch im Spiel so abartig ist. Machen wir jetzt mal Farbe. Ist ja. Ist das dieses. Ist das Volcanic Orange? Volcanic Orange? Also beim P1 gab es auf jeden Fall als McLaren-Farbe, glaube ich, McLaren. Volcanic Orange. Wie jetzt bei Ferraris ja eigentlich. Nicht viele Ferraris sind zwar rot, aber die eigentliche Ferrari-Farbe ist gelb. Ich glaube, hier so ein Orange, das ist so eine typische McLaren-Farbe. Oder jetzt bei. Was gibt es noch so typisches? Ja gut, BMW vielleicht zum Blau. Aber ist das dieses Volcanic Orange? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Dann gibt es den Wagen natürlich noch schwarz. Der dunkelrot. Ein helleres Rot. Ist das Grau oder Carbon so? Sieht nicht verkehrt aus. Schwarz. Auch nicht schlecht. Und ja, so weiß-silber. Ich habe irgendwie eine Idee. So, Grundfarbe. Oh, Moment, das muss ich nochmal ganz kurz ändern. So drei Farbgruppen, ach du meine Güte. Was denn noch? Ja, das machen wir natürlich. Dann kommt Carbon. Dann Farbgruppe 2. Oh, kann ich auch ändern. Auch Carbon. Aber Farbgruppe 1. Jeden Fall Metallflex und ich möchte mal was mit Blau probieren. Ah. Auch mal die gleiche. Hatten wir jetzt 55 oder was hatten wir gerade? Ich glaube 55. Blau mit Metallflex. So, natürlich noch. Das muss. Dunkler. Und das hatten wir auf 70, das weiß ich. Sieht jetzt generell nicht verkehrt aus, ne? Kann man so machen? Ich glaube schon. Felgen. Natürlich, bei McLaren geht das ruhig. Können wir durch mal Carbon machen. Und ist ja auch leicht. Carbon ist leicht, ist sexy, aber auch schweineteuer. Aber gut, ich meine, es ist jetzt kein Fiat. Der Wagen ist eh nicht günstig. Ich glaube, der kostet, was kostet der denn? 250.000, schätze ich mal. Also Euro. Also Pfund, denke ich mal, so um die 200.000. Weiß ich nicht genau. Aber eigentlich für die Leistung geht das doch eigentlich, oder? Ist nur mal so leistungsmäßig. Ein Aventador kostet mehr.
Der kostet definitiv mehr. Ich glaube, ein Aventador liegt bei weit über 300.000. So 350.000 vielleicht. Also ein Aventador S würde ich Ihnen vielleicht vorschlagen. So als Gegner vielleicht. Also nur so in der PS-Klasse. Nicht als direkter Konkurrent. Was viele als Konkurrenten von diesem Wagen ansehen, ist der GT2 RS. GT 700 PS. Ist in der Beschleunigung, glaube ich, in allen Belangen langsamer. Aber ist eigentlich auch klar. Der hat 20 PS weniger. Also angegeben. Ich habe gehört, dass viele McLarens auch nach oben steuern, dass sie teilweise auch so 840, oh nein, 740 PS haben, nicht 840, um Gottes Willen. Das ist ja wirklich extrem krass. Ob die Porsches nach oben steuern, weiß ich nicht. Natürlich der Gewichtsvorteil. Der McLaren, der ist leichter als der Porsche. Natürlich vor allem bei hohen Geschwindigkeiten der Flügel. Der beim GT2, ich glaube, ziemlich unschwer zu erkennen ist. Wie es auf Rennstrecken aussieht, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt keine Strecke, wo ich die Rundenzeit beider Autos kenne. Ich weiß halt nur, dass der GT2 der aktuell schnellste Wagen auf der Nordschleife ist. Ich weiß aber nicht, was der McLaren hier gefahren ist, falls er getestet wurde. Oder wie gut er war. Wenn es soll auch nichts aussagen, so irgendwie der Wagen ist schneller, der ist besser, der. Das ist schwachsinnig. Der GT2 ist, glaube ich, teurer. Soweit ich weiß, war der GT2 auch ziemlich limitiert. Also offiziell, glaube ich, wird jetzt nicht gesagt, wir bauen nur 500 Stück, aber es gab halt nicht Tausende davon. Beim 27S gibt es wahrscheinlich nicht so viele, aber er ist, glaube ich, nicht limitiert. Es kann halt nicht so viele Bestellungen rein. Würde ich damit eher sagen. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Ja, ist dann auch immer wirklich schwer, solche Autos zu vergleichen. Natürlich reden wir auch in einer Liga. Wenn man sagt, der Wagen war auf der Rennstrecke 2 Sekunden schneller. Und? Wen juckt das? Also, das sind wirklich Vergleich auf einem Niveau. Sind beides einfach kranke Autos. Muss man einfach sagen. Egal welcher Fanboy ist, es sind beides toll, was bei der Stelle auf die Beine gestellt haben. Das würde ich einfach mal so sagen. Sind beides coole Autos, wie ich finde. Mir gefallen sie beide sehr. Natürlich würde ich mir, wenn ich das Geld hätte, eher den Porsche holen. Aber ja, wir wissen, bin ich auch Porsche-Fan. Mir gefällt der Porsche einfach besser. Nicht, weil er besser ist, sondern er gefällt mir einfach besser. Ob der Wagen besser ist, weiß ich ja nicht. Das sollte man erst behaupten, wenn man beide Autos gefahren ist. Das werden wohl die wenigsten. Außer welche reichen Schnösel, die den Wagen eh nicht fahren werden. Weil leider ist es schön, wenn man sich so ein Auto kaufen kann, aber ich finde, dann sollte man das auch ab und zu mal anständig bewegen. Muss man den jetzt nicht jeden Tag fahren, vor allem nicht, wenn man 30 Autos im Fuhrpark hat. Aber einfach nur rumstehen und dann den einen ja stehen lassen. Nee, ist auch nicht der Sinn des Autos. Kann doch nicht mal getreten werden. Man soll jetzt kein Rennfahrer dadurch werden. Man muss nicht auf eine Rennstrecke fahren, aber den Wagen auch mal anständig bewegen. Vielleicht mal auf eine freie Autobahn, da ein bisschen Gas geben. Sich 250 oder so, wenn es frei ist. Oder generell den Wagen überhaupt mal fahren. Nicht nur rumstehen. Gerade solche Autos wollen auch gefahren werden. Die wollen nicht nur rumstehen. Das waren schon 200. Ach du Scheiße. Das ging ziemlich schnell. Ich habe sogar eine Idee, was wir da mit dem Wagen machen könnten. Oder fahren könnten. Das war eine Rennen, was ich euch mittlerweile auch zeigen darf. Oh. Der rennt, der McLaren. Okay, 4 Bremsleuchten, sehr interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der Spoiler oben ist, dass man die Bremsleuchte nahe der Heckscheibe, dass man die da einfach nicht sieht. Das
die zur Sicherheit gemacht wurde. Aber das Heck ist halt schon, das ist lecker, ne? Das sind doch geile Ärsche. Der wäre auch eine schöne Frau, wenn man das hier haben kann. Boah, Alter, der Wagen ist scheiße schnell. Alles safe. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu einer Rennstrecke, die ich euch ab jetzt auch zeigen darf. Es ist sogar tatsächlich hier. Müsste das sein. So, das ist eine Strecke, die ursprünglich mal für was anderes geplant war. Aber die Idee wurde mittlerweile verworfen oder beziehungsweise überarbeitet. Also die Strecke kann ich euch zeigen. Möchte ich auch gerne zeigen, weil ich finde die Strecke ist ziemlich geil. Natürlich wieder mal eine Rundstrecke von mir. 8300 auf Taro. Alter. Diese Beschleunigung. Also einen siebten Gang hier gemütlich beschleunigen. Okay, aber der Ding scheint nicht übertrieben krass zu sein. Ich habe den Kurvenspeed doch ein bisschen besser vorgestellt. Da werden wir gleich sehen im Rennen. Ja doch, es geht. Der Wagen hat halt keine übertrieben krasse Aerodynamik. Die erste Ausfahrt nehmen. Na, ey. Wo soll ich denn hin? Ich bin heute auf dem Weg von Arbeit nach Hause. Da ist, warte mal, auf eine, ist das eine Bundesstraße? Ich glaube schon. Um da rauszufahren, ist halt da ein ziemlich kurzer Einfädelungsstreifen. Im gesamten Bereich, also auf dem Streifen, also auf der Straße, den hinführt. Ups, und auf der Bundesstraße gilt in diesem Abschnitt 50. Ist halt auch relativ kurvig und relativ eng. Und hat der Einfädelungsstreifen, der ist sehr kurz. Also 50 gefahren. Der mir war auch ein Auto, der schon ziemlich dicht aufgefahren ist. Denn die Bundesstraße war frei. Ich habe links geblinkt. In 200 Metern links abbiegen. Dann eigentlich rüber oder dann rüberziehen, als dann die Linie nicht mehr durchgezogen war. Der Wagen hinter mir ist einfach schon bei der durchgezogenen Linie links rübergezogen. Auf die Bundesstraße. Wo ich mir auch so denke, der muss mich doch eigentlich vorlassen. Und dann bin ich dumm. Und der hat dann halt noch beschleunigt dabei. Weil ihm halt anscheinend meine 50 so langsam waren. Obwohl auch 200 Meter danach immer noch 50 sind. Also, weil er halt eine Brücke ist. Und das ist halt auch ein bisschen kurvig und da ist nicht viel Platz zum Einfädeln. Also, ist auch alles Gute, dass da 50 sind. Fahren die meisten eh nicht, vor allem nicht auf der Bundesstraße da. Wird eher so 70 gefahren, aber naja, da war halt frei. Ich wollte rüber. Und der dachte sich so, der fährt mir so langsam, ich fahre einfach schon vor ihm auf die Einfädelung oder vor ihm auf die Bundesstraße und überhole ihn dabei. Und wie dämlich ist das bitte? Wenn er mich überholen möchte, dann soll er das auf dem Einfädelungsstreifen machen. Da kann er mich überholen. Das geht ja. Das ist ja auch nicht verboten. Also theoretisch überholt er rechts, aber das darf er ja. Mit dem Einfädelungsstreifen. Da darf er ja andere Leute überholen. Und schneller als 50 fahren. Aber doch nicht einfach, wenn er hinter mir ist, auf die Bundesstraße ziehen und da schneller fahren, damit ich nicht raufkomme. Wie dämlich ist das denn bitte? Also wirklich. So. Dann nehmen wir mal diese Strecke. Oh yes. In Anbetracht der Folgenlänge. Nein, nicht 6 Runden. 3. Obwohl. Ja, komm, machen wir 3. Soll ich dem nicht vernehmen? Sommer, ja, ist egal. Wir haben jetzt zwar Frühling in Horizon, aber das macht nichts. Das war die Strecke jetzt, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Hätte es natürlich einfach rübergezogen, wollte mich da überholen. Aber ich verstehe seine Herangehensweise nicht. Aber noch dämlich war das. Und wenn er dann vor mir schon rüberzieht auf die Bundesstraße,
Okay. Das würde ich noch verstehen. Wenn es war durchgezogen Linie, aber ist ja scheißegal. Aber dennoch nicht beschleunigen. Was der mich denn daran hindert? Das ist doch dämlich. Deswegen kam es doch fast zum Unfall. Also Abstand waren, glaube ich, zwei Meter zwischen uns. Und wäre ich dann bitte damit, dass man denn so seine Situation, dass einer schon rüberzieht und dabei beschleunigt und einen noch dabei irgendwie überholen will. Da rechnet doch keine Sau mit. Natürlich habe ich ein Spiel geguckt. Ja, ganz so blind fahre ich auch nicht rum. Aber das ist wirklich... Nee. Da muss ich sogar mal... was ich leider nicht so oft sagen kann. Ich finde, dass ein LKW-Fahrer hat was sehr, sehr Geiles gemacht. Wir sind hinter dem LKW hinterhergefahren. Auch Kurve der Landstraße überholen eigentlich nicht möglich. Kommt auch sowieso Gegenverkehr, also alles gut. Muss man halt hinter dem herfahren. Und dann waren wir im Ort. Wir sind, glaube ich, so 55 gefahren. Halt hinterher. Auf einmal überholt mich irgendwie so ein Audi, ein Kombi, was ist so ein A4 wahrscheinlich oder so. Oder sich A6 oder S4, S6, keine Ahnung. Halt ein neuer Audi als Kombi. Ich glaube, es war ein A4. Überholt mich, steht vor mir wieder ein. Aber wollte ich natürlich Abstand und natürlich Fehlanzeige, wie immer. Linken, glaube ich, auch. Also vor mir waren, glaube ich, war noch ein Auto und dann der LKW. Dann überholt er das Auto vor mir auch noch, wieder ohne Abstand und ohne Blinken. Dann, als er den LKW überholen wollte, wo gemerkt, im Ort, LKW fährt, wo, glaube ich, laut meinem Tacho 55 ungefähr. Also, sind nicht rumgeschlichen. War ja alles safe soweit. Will der Audi den LKW überholen, aber der LKW, der hat sich breit gemacht auf der Straße. Der hat den Audi nicht vorbeigelassen. Das finde ich sehr geil. Dass er diesen Idioten nicht vorgelassen hat. Ich meine, wozu auch? Ey! Och, KI. Was soll das? Oder vielleicht weniger labern und mich mehr aufs Fahren konzentrieren. Aber irgendwie fällt sich der McLaren nicht ganz so geil, habe ich so das Gefühl. Die Kurvenlage ist eher so, naja. Da war aber noch so ein Idiot hinter mir. So ein typischer, so ein Spezialist. Ich will jetzt nicht sagen, so, auch ein Audi, aber ich will jetzt nicht sagen, typischer Audi-Fahrer. Aber gerade viele Viererfahrer seit solcher hochwertigen Audis, Mercedes oder BMW, die fahren halt meistens wie die größten Idioten. Aus meinen Erfahrungen. Natürlich will ich nicht alle über einen Kamm scheren, alle BMW, Audi, Mercedes-Fahrer. Oder alle Fahrer dieser, sag mal, hochpreisigen Autos. Aber ich habe es halt so erlebt, oftmals, dass Fahrer dieser Fahrzeuge fast wirklich wie die größten Idioten fahren. Denken, sie werden irgendwie halt auf der Straße und können alles machen, was sie wollen. Dann war abknicken, im Ort abknicken eine Vorfahrtsstraße, der ich auch gefolgt bin. Dadurch habe ich wieder beschleunigt, war auch Ortsausgang, also weiter beschleunigt. Und glaube sogar 300 Meter weiter war die nächste abknickende Vorfahrtsstraße. Nur, dass ich nicht auf dieser war. Also ich muss die Vorfahrt gewähren, abknickende Vorfahrtsstraße. Ich muss halt davor noch so leicht eine Kurve abbiegen, um in die Kreuzung zu kommen. Auch logischerweise da Überholverbot. Die erste Strecke ist ziemlich kurz. Das bringt auch da nichts zu überholen. Kann man eigentlich auch gar nicht. Ich dachte sich wieder so ein Audi-Fahrer. Hat ihn hinter mir überholt. Hat mich denn überholt. Ist dann natürlich wieder so 3 Meter vor mir eingeschert. Bei knapp 80. Wieder so richtig stabil. Und ich kann gerade sagen. Auch wieder natürlich ohne zu blinken. Blinken sowieso generell. Ne? Falls der Blinker alle geht, lieber am besten gar nicht benutzen. Startblinkerflüssigkeit.
wieder das Gefühl, davon mir wieder eingeschert. Und es war absolut eine Vorfahrtsstraße, wir mussten halt Vorfahrt gewähren. Erster an der Kreuzung, ich würde sagen, mit mindestens 40 durchgefahren. Es ging halt in so eine leichte Kurve, weil auf der Straße sind halt solche weißen Linien. Wenn die durchgezogen sind, sollte man die nicht berühren. Sprich, was macht der Audi? Ballert volle Kanne drüber mit ca. 40 Sachen. Obwohl er Vorfahrt gewähren muss. Da kam zum Glück kein Auto, da kann er froh sein. Weil wenn er eins käme und am besten noch in unsere Straße einbiegen wollte, ist er nicht gut geendet. Definitiv nicht. So sein Spacken einfach nur. Also, ich weiß nicht, was sein Problem war. Und dann ja, bin ich halt auch quasi ihm gefolgt. Ist ja auf der Straße, wo er auch war. Auch hin. Macht das Sinn? Ich glaube schon. Dann war da erst, weil halt viele Kurven waren 60. Danach, wo sie da ein bisschen gerader wurde, halt 80. Und der hat in so einem kurzen Zeitraum so einen Abstand zu mir gewonnen. Wie gesagt, ich bin 60 oder in dem Abstand 80 gefahren. Ich bin nicht rumgeschlichen oder so. Ich habe auch zügig beschleunigt, die Geschwindigkeit, und dann war halt gut. Ich meine, das sind Kurven, das sind enge Straßen mit Bäumen auch. Das ist da schon gerechtfertigt. Und selbst wenn es nicht gerechtfertigt wäre, ist es kein Grund da. Also bei den Autos 60, vielleicht so mit 75, bei den 80 so 110, würde ich mal schätzen, vorbeizubrettern. Ich bin auch nur, wie gesagt, ein riesiger Idiot. Auch am besten, auf dem er auch wieder einen gehabt. Ich arbeite quasi so ein bisschen in der Altstadt, ist meine Firma gelegen. Das ist halt alles 30er-Zone. Wenn die Leute denken halt, da ist eine etwas, es ist ein bisschen so die Hauptstraße durch die Altstadt. Was ist halt 30er-Zone. Deswegen denken sie so, da ist die größere Straße, die haben doch Vorfahrt. Nein. Der wird rechts vor links. Man hat auch an der Seitenstraße Vorfahrt, auch wenn die Seitenstraße relativ klein ist. Nicht gut ausgebaut, aber man hat halt dort Vorfahrt. Nicht auf dieser größeren, breiteren Hauptstraße. Wirkt den Anschein, aber naja. Checken halt einige nicht. Und dann hält man an, will Vorfahrt gewähren. Wo ich auf Hauptstraße war. Und der von rechts, ja, der hält an. Fährt erstmal so 5 Sekunden lang, bleibt er stehen. Wo der rechts abbiegen will. Denk mal so, wo ist dein Problem? Ja, fahr doch. Du hast Vorfahrt, ich muss dir Vorfahrt gewähren, der Rest ist doch alles frei. Warum fährst du denn nicht? Also wird dann 30er-Zone, wird es oft vercheckt, dass man Vorfahrt hat oder dass man Vorfahrt gewähren muss. Hier gibt es auch einige, die mit ihren, was ich, 35, 40 Sachen in der 30er-Zone einfach komplett durchballern, wo sie in jeder Seitenstraße Vorfahrt gewähren müssten. Die da mich nicht mal bremsen. Und das in einem Gebiet, wo ich meine, das sind wirklich unübersichtliche Straßen. Also würde man schon so auf 15, 10 km bremsen, dass man da wirklich was gescheit sieht. Das ist halt ein Wohngebiet, dicht bebaut. Da siehst du nicht, ob einer von rechts kommt. Aber halt viele wirklich ballern da einfach durch. Denn wenn man da auf einmal bremst, von 30 auf 10 km, dann wundern die sich, vor allem extrem dicht auf, dass wir vielleicht 3 Meter Abstand sind. Und dann bei der nächsten Kreuzung, weil ich das natürlich wieder, weil ich wieder Vorfahrt gewähren muss. Und genau das gleiche. Wir müssen eigentlich wissen, dass ich das bei jeder Kreuzung mache. Die Kreuzungen sind sogar noch durch Schilder gekennzeichnet. Halt durch eine dreieckige Schilder mit einem roten Rand mit einem X drauf. Das ist, glaube ich, unübersichtliche Kreuzung oder so. Das ist dort an jeder Kreuzung dieses Schild. Weil sie wirklich unübersichtlich sind. Einige ballern einfach vorne keine durch. Das verstehe ich absolut nicht. Und deswegen wurde ich auch schon mal fast gerammt von einem Mercedes. Weil einmal war ich derjenige, der Vorfahrt hatte, weil ich halt von rechts kam. Bin mit auch so 15, 20 km rechts abgebogen. Und ich habe Reifen quietschen gehört. Von so einem Mercedes SUV. Weil er anscheinend ziemlich zügig unterwegs war. Also die sehr zügig gefahren sind und halt Vorfahrt nicht beachtet. Ich glaube, auch wenn man da 30 fährt und die Vorfahrt nicht beachtet, dann in die Eisen geht. Ich glaube, dann quietschen aber trotzdem nicht die Reifen.
wenn man 30 fahren würde. Ist ja, denke ich mal, nicht. Ich weiß es nicht, aber ich finde nicht, dass bei dem Auto bei 30 km/h die Reifen schon quietschen, wenn man da bremst. Aber ja. Der habe ich dann so ein bisschen dumm angeguckt. So, wo ich denn herkomme. Ja, aber einfach mal Vorfahrt beachten. Oder wenigstens an die Kreuzung. Man nicht mal bremst. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Wenn man an solchen Kreuzungen nicht mal bremst. Geschweige denn guckt. Ich meine, sicherlich gucken einige bremsen, aber nicht. Aus Vorsicht. Und dann so, ach ja, da kann ich noch bremsen. Das schaffe ich doch noch. Und da passiert sowas. Aber naja. Kein Mensch ist fehlerfrei, auf keinen Fall. Ich bin auch kein perfekter Fahrer. Ich würde trotzdem behaupten, dass ich besser als viele andere Autofahrer. Und vor allem deutlich rücksichtsvoller und defensiver. Es ist wichtig, defensiv zu fahren. Nicht offensiv. Wie es leider viele machen. Rücksichtsvoll. Mich regt es auch auf. Habe ich fast auch jeden Morgen, wenn Leute auf einer schnurgeraden Landstraße, die wirklich 10 Kilometer geradeaus geht, 80 fahren, statt erlaubten 100. Finde ich auch nicht toll. Aber ist das ein Grund, auf 5 Meter aufzufahren? Nein. Ist es nicht. Ich will auch überholen. Man kann auch trotzdem gescheiten Abstand halten. Und halt, wenn frei ist, dann überholt. Und wenn halt nicht frei ist, dann kann man halt nicht überholen. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Denn auf Biegen und Brechen sich noch irgendwo durchzwängen, habe ich auch schon gemacht. Aber es ist doch keine Lösung. Sich dann irgendwo zwischen zu quetschen. Muss halt wieder bremsen, weil jemand meinte, auf einem Berg, also er ist den Berg hochgefahren, im Überholverbot, einen Radfahrer zu überholen. In einer Kurve. Das ist eine ganz schlaue Idee gewesen. Ich muss natürlich bremsen. Wieso man auch immer da Radfahrer überholt. Wenn es Berg hoch geht, und Kurve. Und deswegen auch logischerweise Überholverbot. Weil man sieht halt nichts. Also bei einigen Autofahrern frage ich mich wirklich, wie dämlich man sein kann. Aber genug gemeckert. Ich muss aber sagen, der McLaren fährt sich gar nicht mal so gut. Muss ich mal nächste Folge noch weiterfahren. Und ja, Traktor. Fahrt doch vorbei. Ja, Traktor wird schon knapp, ne? Pass auf. Ah, da war nur 2 cm Platz zwischen. Das ist echt kaum vorbeigeschafft. Mit deinen 5 Meter Breite. Jetzt aber wirklich Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Natürlich mit dem 27S. Und tschüss.